Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wenn Sie ganz genau hinschauen, unter Referent steht diesmal nicht Dirk Hilger, sondern Timo Kosiol. Freue ich mich, dass er heute eingesprungen ist für den Dirk und mit uns das Webinar macht. Und die Fragen sind entsprechend mindestens genauso gut bei ihm aufgehoben. Und ja, vielen Dank auch nochmal an alle, die jetzt live dabei sind. Und natürlich an diejenigen, die vorab die Fragen schon per E-Mail geschickt haben. Ich habe entsprechend alle weitergeleitet. Aber bevor ich jetzt an den Timo übergebe, müssen wir natürlich wie immer den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig von Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, das ist wirklich ganz wichtig. Okay, dann Timo, Premiere heute hier. Ich übergebe Genau. sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So, wenn alles geklappt hat, müsste man jetzt meinen Bildschirm sehen. Wir sehen den Stereo Trader. Super. Ja, dann auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem etwas ja, spezielleren Helpdesk-Webinar. Am besten stelle ich mich mal kurz vor, weil mit Sicherheit sind ja heute auch einige Leute dabei, einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die mich noch nicht so wirklich kennen. Mein Name ist Timo Kosiol, ich bin Entwickler mehrerer Stereo Trader Add-ons und arbeite im Stereo Trader Team und dadurch auch eng mit dem Dirk Hilger zusammen. Und der Dirk, der ist heute verhindert und damit das Helpdesk-Webinar hier nicht ersatzlos ausfällt, haben wir uns überlegt, dass ich heute mal ja für ihn einspringe. Ich werde also versuchen, ne, Dirk würdig zu vertreten und entsprechend auch eure Fragen nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen zu beantworten. So, ich sehe gerade, ich habe meine Kamera noch gar nicht eingeschaltet. Dann schalte ich die auch mal ein, damit man überhaupt sieht, wer ich bin und wie ich aussehe. Gut, also dann legen wir direkt mal los. Und zwar der Nelson, der hat mir ja schon ein paar Fragen vorab per E-Mail geschickt. Und zwar die erste Mail, die bezieht sich jetzt hauptsächlich auf die strategische Order. Das würde ich jetzt erstmal hinten anstellen und erstmal schauen, ob noch gewisse andere Fragen dazukommen, beziehungsweise das ganze Thema ist immer so ein bisschen komplex. Von daher stellen wir das erstmal hinten an, greifen wir später nochmal auf. So, dann die zweite Mail, die hat es auf jeden Fall in sich. Das sind allein schon 12 Fragen. Okay, fangen wir mal vorne an. Inkompatibilitäten. Okay. Also es geht darum, oder generell, momentan ist ja die MetaTrader-Version 28.75 aktuell. Übrigens, die MetaTrader-Version, die Bildnummern der MetaTrader-Version findet ihr hier oben, wenn ihr auf Hilfe geht und dann unter Über, kann ich jetzt so leider nicht aufmachen, da kommt da so ein Fenster. Und dann könnt ihr die MetaTrader-Bildnummer genau sehen. Und es gibt momentan die aktuelle 2875. Und die ist, gelinde gesagt, so ein bisschen buggy. Also da funktionieren viele Sachen einfach nicht. Und das führt im schlimmsten Fall dazu, dass auch der komplette MetaTrader einfrieren kann. Vor allem in Verbindung, wenn man jetzt verschiedene Add-ons nutzt, aber teilweise auch ohne Add-ons. Und das ganze Thema oder der ganze Fehler ist so ein bisschen schwierig und komplex. Wir stehen da auch in Verbindung mit Meta-Quotes und haben auch schon Code hin und her geschickt, dass sie das Problem lösen. Aber das Ganze gestaltet sich so ein bisschen schwierig und zäh, vor allem weil Meta-Quotes jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür ist, dass sie jetzt so schnelle ad-hoc Lösungen liefern. Nichtsdestotrotz gibt es zwei Lösungen dafür. Die eine funktioniert zu 100%. Und die andere sieht zumindest sehr vielversprechend aus. Also die erste Lösung ist, dass ihr auf eine ältere Version vom MetaTrader zurückwechselt. Das ist die zum Beispiel die 2755. Wie ihr das macht, könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben an support@stereotrader.net oder auch an mich.
tk@daytradertools.de. Und entsprechend, wer möchte eine Einleitung schicken, wie man die MetaTrader-Version zurückdrehen kann, beziehungsweise auf eine ältere MetaTrader-Version zurückwechselt. Und das ist auf jeden Fall die Lösung, die zu 100% funktioniert. Die zweite Lösung ist, es gibt seit Freitag eine neue Beta-Version des MetaTraders. Die könnt ihr euch installieren, wenn ihr hier auf Hilfe und dann Updates überprüfen und dann Latest Beta-Version oder letzte Beta-Version. Das ist dann die 2920 und die habe ich jetzt seit heute den ganzen Tag im Einsatz und konnte den ganzen Tag eigentlich auch keine Probleme da mehr feststellen. Also das könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Aber ist halt eine Beta-Version, muss man im Hinterkopf behalten. Beta-Version heißt ja immer, es können noch Fehler drin sein, ne? Aber das scheint zumindest jetzt in der aktuellen Version besser geworden zu sein, wenn nicht sogar komplett weg zu sein. So, dann die nächste Frage. Kein Sound mehr beim Schließen einer Position. Also machen wir hier mal Position auf. Okay, also beim Öffnen gibt es schon mal einen Ton. Schließen. Kommt kein Ton, okay. Dann notiere ich mir das mal. Also der Ton generell, ich weiß nicht, ob man das eben hören konnte. Beim Öffnen hat auf jeden Fall funktioniert. Aber beim Schließen anscheinend nicht. Okay, habe ich mir mal notiert. Manchmal öffnet der ST neu die Chartfenster im Balkenchart, obwohl ein Kerzenchart abgespeichert worden ist. Also ich bin jetzt hier im Kerzenchart. Mach das Ganze mal zu und nochmal auf. Ist auf jeden Fall wieder ein Kerzenchart. Also da müsste man nochmal genau wissen, wann das genau passiert. Also es, man sieht ja, es ist kein genereller Fehler oder kein generelles Problem. Da müsste man noch eine genauere Anleitung bekommen, in welchen Fällen das so ist. Also wenn man das noch präzisieren würde, könnte, dann würde uns das auf jeden Fall helfen, das Problem irgendwie nachzustellen und nachzuvollziehen. So, nächste Frage. Die kleinen Insert-Charts sind manchmal nicht mehr verschiebbar. Auch die Größe lässt sich nicht ändern. Da ist auch die Frage, das hat der Teilnehmer oder die Teilnehmerin, glaube ich, nicht mit dazu geschrieben, welche Version vom Serial Trader. Also ich habe hier die 2654. Ich weiß, dass es da wohl mal Probleme in älteren Versionen gab. Aber ich glaube, die Probleme sind jetzt in der neuen Version behoben worden. Also gemeint sind diese kleinen Charts, die man sich im MT5 noch einblenden kann über die Schaltfläche C1 oder C2. Und wenn man die verschieben möchte, dann zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ganz rechts klicke, hier in diesen grauen Bereich, dann lässt sich das nicht verschieben. Aber hier oben gibt es ja so ein Dropdown-Menü, wo ich den Timeframe einstellen kann. Und wenn ich da drunter klicke, also in diesem grauen Bereich hier, und dann quasi versuche, mit der Maustaste das zu verschieben, das geht eigentlich problemlos. Und auch das größer oder kleiner ziehen funktioniert hier entsprechend auch ohne Probleme. Also am besten mal prüfen, welche Version vom Serial Trader installiert ist. Wenn die aktuelle Version, also die 2654 installiert ist, sollte das eigentlich problemlos funktionieren. Der Fragesteller ist auch im Chat, wenn ich das richtig sehe, und hat entsprechend auch auf deine Fragen jetzt auch schon ein paar Antworten geliefert. Okay, dann gucke ich mal nach. Das ist der Teilnehmer NE. NE, okay. Wenn man den ST ganz öffnet, dann Balkenchart im Inset. Inset? Inset ist wahrscheinlich dieser hier gemeint. Gehe ich mal von aus. Dieser Chart. Also der ist dann im Balkenchart. Okay, machen wir nochmal zu.
Da haben wir schon mal den Kerzenchart. Hier haben wir auch den Kerzenchart. Bild 2654. Okay, also da bräuchte man auch wieder noch eine genauere Anleitung, weil wie du siehst, ne, also ich kann es ja hier verschieben. Ich kann es hier auch, ne, größer, kleiner ziehen. Es wird auch im Kerzenchart geöffnet. Da bräuchten wir eine genauere Anleitung, sodass wir das bei uns reproduzieren können, weil es ist mal ganz schwierig, wenn wir so eine E-Mail bekommen, so nach dem Motto, ja, funktioniert bei mir nicht, und dann probieren wir das aus und dann funktioniert es halt doch. Von daher am besten immer eine reproduzierbare Anleitung uns geben, dass wir das wirklich eins zu eins nachbauen können. Dann entsprechend, dann können wir auch gucken, okay, wo liegt das Problem oder wo könnte das Problem sein? Okay, jetzt schreibt er gerade, ich kann es jetzt auch verschieben. Gut, dann hoffe ich ja mal, dass das damit dann schon mal beantwortet ist. So, ich mache jetzt erstmal die Fragen weiter aus der E-Mail, ne? Und Nelson, du kannst so ein bisschen Blick. Genau, ich habe den Chat im Blick und wenn wir dann Genau, zum Chat richtig, weil kommen, ich komme dann sonst so ein helfe bisschen ich dir auf jeden Fall. durcheinander. Nee, nee, kein Genau, Problem. prima. Gut, Balkenchart. Labels entkoppeln sich der zugeordneten Linie und stehen dann mitten im Chart. Auch wieder so eine Frage, passiert das immer? Und wenn nicht, wann genau? Also gemeint ist, wenn ich jetzt hier eine neue Linie in den Chart lege, dann habe ich ja auf der linken Seite entsprechend hier so ein Label. Und das würde sich entsprechend dann manchmal von der Linie entkoppeln. Und dann ist auch wieder die Frage, wann genau passiert das? Also, ich kann jetzt nochmal den Timeframe wechseln. Ne, das ist immer die Frage, wann passiert das? Weil es ist ja anscheinend kein generelles Problem, sondern nur unter ganz bestimmten Umständen. Und dann ist die Frage, wann? Passiert bei Labels, wenn der Timeframe gewechselt wird. Okay, probiere ich nochmal. Ich bin jetzt im M5, gehe jetzt auf den M15. Ja, auch muss auch irgendwo anders liegen noch oder in einer anderen Kombination auftreten, weil wie gesagt, hier funktioniert es ja auch beim Timeframe-Wechsel. Uhrzeit blinkt manchmal blau und hat eine andere Zeit als Verschiebung um eine Stunde. Rekalibrierung im Manager lässt die blaue Farbe der Uhrzeit verschwinden. Doch dann beim nächsten Start ist wieder alles wie vorher. Ja. Ja, scheint auch wieder so ein Problem zu sein. Taucht nur ab und zu mal auf, aber ich werde mir das auch mal notieren. Und auch dem Dirk dann im Anschluss mal weiterleiten, dass man da auch nochmal drauf schaut. So, passiv gesetzte Charts ohne ST-Panel lassen sich nicht nach links verschieben. Also passiv gesetzte Charts, okay. Neues Chartfenster auf. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt mit passiv gesetzte Charts jetzt schon noch gemeint ist, dass der ST geladen ist, weil hier steht ohne ST-Panel. Ne? Also, ich meine, wir haben ja ein ST-Panel, aber das ist natürlich auf passiv gesetzt. So, und jetzt lässt sich der Chart nicht nach links verschieben. Also gemeint ist, wenn man jetzt hier dieses kleine Dreieck nimmt, dann kann man den Chart ja verschieben und entsprechend nach links schieben. Und wie man sieht, geht das eigentlich auch problemlos. Da ist auch wieder die Frage, welche Version? Also das ging in der 2653, ging das glaube ich nicht, aber in der 2654, also in der aktuellen Version jetzt, sollte das eigentlich wieder problemlos möglich sein.
So, nächste Frage. Beim Dow Jones Open kommt manchmal erst Minuten die Markierung im Chart. Mit Open ist wahrscheinlich hier diese NYSE Open gemeint, also diese blaue Linie oder diese pinke Linie oder diese lila Linie besser gesagt. Lässt sich jetzt von mir natürlich hier auch schwer nachzuvollziehen, weil wir jetzt hier kein Open haben in dem Moment. Ja, schreibe ich mir auch mal auf. So, beim Ändern der Preisachse im Dow Jones mit der Maus blieb gerade der Chart zweimal stehen und durch das erneute Verbinden mit dem Server lief er weiter. Also gemeint ist das hier, wenn ich jetzt hier die Preisachse entsprechend verschiebe, so wahrscheinlich, oder entsprechend so. Ja, das ist auch so ein Problem von dieser aktuellen MetaTrader-Version, also der 2875. Das ist so ein typisches Problem oder Fehler von dieser Version, von dieser MetaTrader-Version. Das sollte auf jeden Fall in den älteren Versionen nicht auftauchen und ist, wie gesagt, ein typisches Zeichen von dieser etwas buggyhaften aktuellen MetaTrader-Version. So, und die letzte Frage aus der E-Mail. Daily Pivots fehlte S3 und der R3, was sehr hilfreich wäre, wenn diese Markierungen auch im Chart angezeigt werden könnten. Ja, kann ich natürlich relativ wenig zu sagen, müsste irgendwie als Feature-Wunsch quasi an Dirk entsprechend weitergeleitet werden. Genau. So, dann nächste E-Mail. Okay. In der E-Mail geht es um die verschiedenen Trails TA 6 bis 20, PLH, Peak und so weiter und Dirks Einschätzung, wann welcher Trail am besten zu benutzen wäre. Würde ich auch auf den nächsten Helpdesk quasi schieben, beziehungsweise dass das dort nochmal aufgegriffen wird, weil er explizit nach Dirks Meinung gefragt wird und ich hab natürlich meine Meinung. Es ist auch immer meiner Meinung nach ein bisschen geschmacksabhängig, welchen Trail man jetzt so für was nutzt. Und das nutzt jeder wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Und von daher am besten das nächste Mal nochmal ansprechen, das Thema. Dann kann Dirk seine Einschätzung nochmal dazu geben, wann welcher Trail am besten einzusetzen ist. So, dann kommen wir mal zum Chat. Dann. Genau, Hilf die mir auf die erste Frage. Sprünge. Ich helfe dir gerne. Von Hubertus, 17:56 Uhr. 17:56 Uhr. So, er schreibt, ich habe folgende Frage. Nach der Installation des ST findet man links unter Indikatoren die Rubrik Stereo Trader und darunter jede Menge Indikatoren, Filter, Robots, Tools und so weiter. Gibt es eine Beschreibung der einzelnen Elemente, die da enthalten sind und wie diese in Verbindung mit dem ST genutzt werden können? Also, gemeint ist hier im Navigator, da gibt es dann jede Menge Tools, die jetzt vom Zero Trader installiert werden, zum Beispiel ATRX oder ich habe hier natürlich noch jede Menge andere Tools, Korrelator, ATR Base. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass es da wirklich ja irgendwie so ein Video gibt, wo das erklärt wird. Ich weiß, dass es schon in mehreren Helpdesk-Webinaren hier mal das eine oder andere besprochen wurde, zum Beispiel Scalp Agent, meine ich, wurde besprochen und so andere Tools. Da müsste man mal so ein bisschen in die Helpdesk-Webinare hier bei FX Flat schauen. Aber so ein Video, wo alle mal erklärt werden, gibt es, glaube ich, nicht. Nein. Oder ist dir da was bekannt?
Also einmal richtig, in den verschiedenen Helpdesk-Webinaren haben wir wirklich teilweise sehr ausführlich über diese Tools gesprochen und auch in unseren Einführungsvideos, was wir mit Dirk am Anfang gemacht haben. Eine einzelne Aufzeichnung nur mit diesen Tools haben wir nicht, aber wir haben tatsächlich alles besprochen. Okay. Dann einfach am besten mal auf der Seite von FXFlat schauen oder den YouTube-Kanal sozusagen durchforsten. Da werdet ihr dann entsprechend fündig. Gut. Dann geht's mit Dann. Lars weiter, genau, die nächste Zeile. Ist es irgendwie möglich, nur eine Teilposition zu trailen und den Rest weiterlaufen zu lassen? Ja, das ist auf verschiedene Art und Weisen möglich. Also, ich kann jetzt hier mal eine Position auf. Gehen wir mal in den M5. So, was ich jetzt zum einen machen kann, ist, ich kann zum Beispiel mir eine neue Order, eine Gegenorder in den Markt legen. Sagen wir mal 0,5. Nein, Gegenorder heißt natürlich Short. So. Und diese Order, die kann ich jetzt natürlich mit einem Trail versehen, indem ich jetzt hier unten sage, okay, ich möchte diese Order jetzt trailen mit TA20. Gehe dann auf Trail. Dann entsprechend wird diese Order jetzt Teilorder entsprechend meinem Trail, den ich jetzt hier eingeschaltet habe, ne, getrailt. Wie man sieht, ist jetzt hier, Abstand war ein bisschen kurz mit einem Punkt. 0,5 wurde im Trail hier rausgegeben. Das ist so die eine Möglichkeit. So, und natürlich kann ich auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt mach das hier nochmal zu und wechsle jetzt das Kontomodell. Also, wenn ich jetzt nicht mehr im Stereo Future Mode unterwegs bin, sondern zum Beispiel Single Hedge Mode. Dort habe ich ja alles Einzelpositionen. Das heißt, ich kann jetzt hier 0,5 aufmachen. Die kann ich ja entsprechend mit einem Trail versehen. Und ich kann eine weitere Order aufmachen. Dann habe ich eine zweite Order. Die kann ich auch mit einem entsprechenden Trail versehen. Und so weiter. So. Es gibt da noch eine dritte Möglichkeit. Machen wir das mal wieder zu, alles. Und gehen wir wieder in den Stereo Future Mode. Das ist die dritte Möglichkeit, die jetzt nicht von Haus aus mit dem Stereo Trader allein geht, aber mit einem Add-on zum Beispiel. Und zwar mit dem Ghost Add-on. Und wenn ich jetzt nochmal hier eine Position aufmache und Folgendes sage, okay, ich möchte jetzt nur eine Teilposition trailen, kann ich das hier in Ghost einstellen und kann hier unter Levels mir ein sogenanntes Trail-Level in den Markt legen. Und hier kann ich auch spezifizieren, welche Größe dieses Trail-Level haben soll. Also zum Beispiel kann ich sagen, zwei Drittel möchte ich raustrailen. Ein Halb möchte ich raustrailen oder ein Drittel möchte ich raustrailen. Entsprechend füge das dann dem Markt sozusagen hinzu oder lege das quasi in meinen Chart. Das liegt dann hier. Hier steht dann auch Ghost Trail Level ein Drittel. Und das heißt, wenn der Kurs jetzt quasi hochläuft, hier auf dieses Level trifft, dann wird ein Drittel der Position, die ich jetzt aktuell im Markt habe, also 0,3 müssten das dann sein, entsprechend bei einem Kontrakt aus dem Markt getrailt. Und ich kann auch noch festlegen, welche Trailart ich nutzen möchte. Also ich kann hier festlegen, TA6, TA12, TA20 und so weiter. Und das Ganze kann ich halt weiter ausbauen. Also ich kann mir dann noch ein zweites Level in den Markt legen und sage, okay, ich möchte jetzt nochmal die Hälfte rausgeben. So, kommt hier ein neues Level in den Markt.
Das lege ich zum Beispiel hier oben hin und machen wir hier mal kurz Stopp. Das würde bedeuten, hier oben läuft der Kurs hin und entsprechend hier in dem Bereich würden halt ein Drittel von der Position rausgegeben werden, also sind noch 0,7 drin. So, das heißt, der Kurs läuft dann weiter hier hoch, dann wird von den 0,7 nochmal die Hälfte, also in dem Fall dann 0,4 nochmal rausgegeben und ich würde dann mit 0,3 hier oben in meinen Take-Profit laufen. Und das Ganze, wie gesagt, mit einem TA6-Trail, den ich jetzt, glaube ich, eingestellt hatte, also hier TA6, hier TA6. Und den Trail, den kann ich halt entsprechend frei wählen. Also das sind die verschiedenen Möglichkeiten, wie ich Teilpositionen ja, heraustrailen kann. Und hier mit dieser normalen Trail-Funktion kann ich ja entweder nur die ganze Position, also kann ich nur die ganze Position raustrailen, da heißt es dann halt alles oder nichts. Gut, weiter. Was mit, haben wir noch? Mit der Frage 18.06 von NE. Genau, geht die neue Version auch mit der TT-Box? Also die neue Version ist die wahrscheinlich die Beta-Version vom MetaTrainer, also die 2920 gemeint. Genau, also das habe ich heute den ganzen Tag mit verschiedenen Add-ons laufen lassen auch und konnte da, wie gesagt, bis heute jetzt keine Probleme mehr feststellen. Also das muss man natürlich noch ein bisschen weiter untersuchen, aber das sieht sehr vielversprechend aus, dass MetaTrader, das MetaQuotes, da wirklich irgendwie was gedreht hat, dass unsere ganzen Codebeispiele, die wir denen geschickt haben, dass die was gebracht haben und dass sie da wirklich unter der Haube ja einfach die Bugs, die sie da reingebaut hatten, wieder entfernt haben. Genau. Nur nochmal hier der Hinweis, es ist immer noch eine Beta-Version und jeder sollte da natürlich überlegen, ob er diese nutzen möchte oder nicht. Genau, das genau. Also Beta-Versionen, ne, sind halt Software-Versionen, die vom Entwickler getestet worden sind, aber sie können natürlich immer noch Fehler und Probleme enthalten. Also von daher muss man selbst abschätzen, ob man eine Beta-Version vor allem im Live-Konto einsetzen möchte oder ob man vielleicht erstmal die Funktion dann doch im Demo testen möchte. Genau. Dann 18.07 die Frage von Robby, der noch eine Ergänzung hat, hat er später geschrieben. Es geht, wenn du die Frage gelesen hast, es geht um die strategischen Order. Ja, hi Timo und Team. Was muss ich tun, damit mein S-Order-Edit so aussieht wie bei dir? Mir fehlen die Eingabefelder. Okay, also geht hier um die strategische Order und dass das Ganze so aussieht wie hier bei mir. Und zwar, dafür muss ich noch eine Option erstmal wieder ausschalten und dann quasi zeigen, wie es sonst aussieht. Also wenn man den Stereo Trader ganz normal installiert und startet, dann sieht die strategische Order so aus. Das ist die verkürzte, die einfache Form sozusagen. Und wenn man jetzt die ganzen Eingabefelder haben möchte, um jetzt dort Feinjustierungen vorzunehmen, muss man in das Menü vom Stereo Trader gehen, also links neben die Uhr klicken, in das Menü rein und dann gibt es hier unter Layout die Option, es macht vielleicht Sinn, dass ich das Ganze auch mal auf Deutsch einstelle, aber da gibt es hier eine Option, die heißt erweiterte strategische Order. Die muss man aktivieren auf Übernehmen drücken und wenn man jetzt die strategische Order aufmacht, sieht man, dass man die weiteren Eingabefelder hat, wo man jetzt diese ganzen Feineinstellungen quasi vornehmen kann. Okay, dann 18.11 Uhr, Jürgen. 18.11 Uhr, der Jürgen. Hallo, ich kann beim MT5 VPOC nicht installieren. Es kommt die Meldung Fehler während des Kopiervorgangs. Ja, das ist auch so ein Phänomen. Das trifft bei einigen zu, bei anderen wieder nicht. Da gibt es im Prinzip auch eine ganz einfache Lösung dafür. Und zwar, man kann ja den Installationsmanager hier direkt aus dem Menü starten. Installationsmanager. Ne, und dann geht der Installationsmanager auf, wo man dann VPOC und die ganzen anderen Tools entsprechend installieren kann.
So. Und 99,9% der Probleme, also wenn man so ein Problem hat, ne, dass sich das nicht installieren lässt und so eine Fehlermeldung kommt, dass sich das, wie war die Fehlermeldung nochmal genau? Wo war es? Fehler während des Kopiervorgangs, genau. 99% der Probleme treten auf, wenn man diesen Installationsmanager aus dem Menü aufruft. Man kann das Ganze umgehen, indem man sich also den Installationsmanager vom Stereo-Trader auf der Stereo-Trader-Seite runterlädt. Da kann man sich den Installationsmanager runterladen als Exe, und wenn man dann den Installationsmanager startet, dann ist es in der Regel so, dann klappt das problemlos und ne, ohne irgendwie so diese Kopierfehlervorgänge. Also das auf jeden Fall mal versuchen, bin mir also zu 99,9% sicher, dass es damit funktioniert dann. Dann geht es weiter mit Stefan, 18:12 Uhr. 18:12 Uhr. Wenn ich ein anderes Chartfenster öffne, springt der Stereo Trader sehr oft in den Scalp-Modus. Ich muss ständig wieder umschalten. Version 26, 54, MT-Version 15, 27:15. Okay. Was ist jetzt genau mit Scalp-Modus gemeint? Ist das jetzt, also dieser Scalp-Modus hier vom Chart, den ich ja mit Steuerung Klick quasi aktivieren kann? Vielleicht da nochmal kurz. Ich glaube, es ist gemeint, wenn du das Panel jetzt minimieren würdest, Ah, diese das Ansicht dann. Scalp-Terminal, das. Ich glaube, das ist gemeint, aber kann der Teilnehmer natürlich was dazu schreiben. Genau, nochmal kurz spezifizieren, ob dieses Scalp-Terminal gemeint ist oder jetzt der Scalp-Modus, den man jetzt hier, also ne, wenn ich jetzt zum Beispiel hier jetzt, machen wir das mal ein bisschen kleiner. Das ist ja der Scalp-Modus, den ich von der Chart-Skalierung aktivieren kann. Wenn ich da Steuerung-Klick draufklicke, dann springt er halt sofort in diese ja, spezifizierte Chart-Ansicht. Das ist der sogenannte Scalp-Modus vom Chart. Ich weiß nicht, ob das jetzt gemeint ist oder das, was Nelson meinte, nochmal kurz Teilnehmer spezifizieren. schreibt das, was ich gemeint habe. Das, was du gemeint hast, war ja klar. Zufall. Zufall. Also, warte, da muss ich die Frage nochmal lesen. Wenn ich ein anderes Chartfenster öffne, springt der Serieteller sehr oft in den Scalp-Modus. Also, die Frage ist ja, machen wir das mal zu. Machen wir auch mal zu. Machen das nochmal auf. So, die Frage ist, merkt der Stereo Trader sich das, ne, was jetzt als letztes quasi offen war? Nö, macht er nicht. Die Frage ist, ob du das zum Beispiel hier unter Standard gespeichert hast. Ne? Also man kann jetzt hier ja alle Chart-Einstellungen und alle Einstellungen vom Stereo Trader als Standard abspeichern. Es kann natürlich sein, dass du das hier gespeichert hast, als du den Scalp-Terminal oder als du das Scalp-Terminal quasi aktiviert hast, bist dann irgendwie auf Setup gegangen und hast das als Standard gespeichert, weil dann öffnet er entsprechend immer den Modus, den du abgespeichert hast. Also vielleicht war oder ist das das Problem? Ergänzung vom Teilnehmer, vom Fragesteller. Bei 10 Fenstern passiert das bei circa 8 Stück. Ja, Gut, dann. Wir mal hier eine neue Strategie anlegen. Ja, auch von mir jetzt gerade nicht nachzuvollziehen, aber versuch doch mal hier zu schauen, beziehungsweise ne, nochmal das neu abzuspeichern, indem du sagst, okay, ne, also bau dir den Chart so auf, den du haben möchtest, speichere das dann als Standard und schau mal, ob das dann
immer noch auftritt, das Problem. Gut. Next. Okay, dann geht's weiter mit Konrad, 18:15 Uhr. 18:15 Uhr. 18:15 Uhr. Konrad, da ist er. Die Einstellung von Farbe der Kerzen und Hintergrund setzt sich immer wieder zurück auf den Ursprungszustand. Wenn ich Hintergrund in der Farbe ändere, ist beim nächsten Mal öffnen wieder der Ursprungszustand hergestellt. Ja, das kann sein, weil wenn du nochmal in die Einstellung des Sierra Traders gehst unter Layout, dann musst du das Ganze hier auf Custom setzen. Ne? Wenn du das auf Custom setzt, dann kannst du ne, hier die Farben so einstellen, wie du sie haben möchtest. Wenn das auf ein anderes Theme gesetzt ist, ne, also hier unter Layout, Chart Theme, wenn dort ein anderes Theme gesetzt ist, dann setzt der Stereo Trader das beim Neustart immer wieder auf das Theme zurück. Wenn du eine eigene Farben haben möchtest, hier immer auf Custom gehen und dann behält der Zero Trader das auch, was du jetzt hier unter Farben entsprechend einstellst. Also, wir können es gerade mal probieren. Setzen wir das mal auf Blau. So, habe ich das jetzt auch auf. Genau, auf Custom ist gesetzt und jetzt habe ich wahrscheinlich den falschen Chart genommen. Machen wir es hier auch nochmal. Custom. Setzen das auf Blau. Machen das jetzt nochmal zu. Ich glaube, das ist so nicht gewollt. Okay, ich werde es mir mal notieren. Also prinzipiell sollte es so funktionieren, wie ich gerade gezeigt habe, tut es nicht. Werde ich dann mal an Dirk entsprechend weiterleiten, weil das ist so, glaube ich, nicht gewünscht. Er hat das jetzt hier alles auf Null gesetzt. Okay, habe ich mir mal notiert. Guter Vorführeffekt auf jeden Fall. Dann geht es weiter mit Thomas, 18:16 Uhr. 18:16 Uhr. Hallo, hier Thomas, der Theta Close stimmt manchmal um 100 Punkte nicht. Der Cetra Close. Also gemeint ist wahrscheinlich, machen wir hier mal den DAX auf. Also gemeint ist wahrscheinlich hier diese Linie Cetra Close, oder? Dann bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob er das meint. Und dass diese Linie jetzt nicht stimmen würde. Also diese Linie, die wird ja gesetzt um 17:30 Uhr. Und da, wo quasi die Kerze um 17:30 Uhr schließt, entsprechend, da wird diese Linie gesetzt. Und von daher diese Anzeige eigentlich stimmen. Aber vielleicht Thomas, nochmal genau spezifizieren, was du jetzt mit Cetra Close und 100 Punkte meinst. Ja, der hat hier noch ergänzt, in den verschiedenen Zeiteinheiten springt der Xetra-Koloss. Aber es gibt auch die Anmerkung hier aus dem Chat, dass eventuell die Uhr falsch eingestellt ist. Ah ja, okay, na klar. Also machen wir erstmal das eine. Ich lege jetzt hier mit der Linie hin, damit ich weiß, hier ist ja Cetra Close. Bei 15.408. So, und wenn ich jetzt die Zeiteinheit wechsle, gehen wir mal in den M1. 15.408 stimmt.
Anzeige da stimmt auch. M15. Also Zeiteinheit wechselt der Close schon mal nicht. Klar, wenn man jetzt natürlich, machen wir das mal weg. Wenn ich natürlich die Uhrzeit ändere oder wenn die sich verstellt hat aus irgendeinem Grund, wo ist sie? Da ist sie. Also wenn ich jetzt hier natürlich eine andere Uhrzeit drinstehen habe, trage jetzt hier einfach mal 5 ein, dann wandert der natürlich, weil die Uhrzeit nicht mehr stimmt, aber man sieht ja auch hier, jetzt ist es laut Chart hier schon 23 Uhr, ne? Entsprechend verschiebt sich dann auch diese Linie. Also wenn diese Uhrzeit blau oder rot ist, also rot heißt, ist auf jeden Fall etwas falsch, blau heißt, ich habe da in der Regel selbst irgendwelche Einstellungen vorgenommen und es ist wahrscheinlich, dass die Uhrzeit nicht stimmt. Ne? Dann sollte man hier nochmal ins Setup gehen, entsprechend auf Calibrate. Dann stellt sich die Uhr wieder richtig ein, anwenden und dann springt das auch wieder alles dahin, wo es sein sollte. Okay, dann geht es weiter mit Nils, 18.23 Uhr. 18.23 Uhr. Nils. Mini-Charts, Anmerkung, nicht Frage. Es wird immer die Kerzenart beibehalten, auch Grid oder nicht, die beim ersten Öffnen des großen Charts verwendet wurde. Ein vergrößerter Wechsel hilft nicht mehr. Auch bei mir öffnen sich manchmal nicht eingestellte Kerzen. Entweder schnell umstellen oder Chart neu öffnen. Also nochmal eine Anmerkung von Nils zu diesen kleineren Charts hier. Und zwar schreibt Nils: Es wird immer die Kerzenart beibehalten, die beim ersten Öffnen des großen Charts, also dieses Charts hier, verwendet wurde. Ein vergrößerter Wechsel hilft nicht mehr. Also sprich, wenn ich jetzt hier in dem normalen Chart sozusagen hier umschalte, dann schaltet sich aber nicht der kleine Chart hier um. Das heißt, man sollte immer gucken, dass man zuerst in dem normalen Chart, also in dem großen Chart, entsprechend einstellt, was man für Kerzen haben möchte und dann entsprechend den kleinen Chart, also diesen Mini-Chart hier über C1 oder C2 öffnen. Danke, Nils, für den Hinweis. Und Thomas bedankt sich für die Hilfe. Xetra-Close scheint jetzt zu passen. Ah ja, prima. Dann geht es weiter mit Boris, 18.25 Uhr. So, ich habe eine Frage bezüglich strategische Order. Genau, strategische Order, habe ich ja gesagt, schieben wir so ein bisschen nach hinten. Die okay, werde ich dann am Ende nochmal aufgreifen. Dann machen wir weiter mit 18.27 Uhr von IF. IF. Chapter 3, der IF zitiert er, glaube ich, aus dem Handbuch. Dort steht, Shift-Click schließt alle Teilpositionen mit Profit, aber Shift-Click scheint nicht zu funktionieren, schreibt er. Okay, also machen wir hier mal. Naja, DAX ist wahrscheinlich blöd, weil der wird sich jetzt nicht mehr viel bewegen. Gehen wir hier mal rein und machen hier mal 0,5 auf. So, jetzt müssen natürlich beide irgendwie auch so ein bisschen im Gewinn sein, damit man das jetzt hier reproduzieren kann. Ist wahrscheinlich jetzt bei der geringeren Vola schwierig, das jetzt so innerhalb von 1-2 Minuten zu reproduzieren. Naja, lassen wir mal laufen, gehen wir erstmal weiter, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Okay, dann 18.32 Uhr von Andreas. 18.32 Uhr.
Andreas. Wenn ich bei ST die Zeiteinheit wechsle, ist das Terminal weg, muss dann immer wieder extra neu laden. Also mit Terminal ist jetzt das Terminal hier der Stereo-Trader gemeint oder jetzt das Terminal vom Metatrader? Vielleicht nochmal kurz ergänzen. Ich glaube aber fast, dass hier der Stereo-Trader gemeint ist. Und das würde verschwinden, wenn man die Zeiteinheit wechselt. Stereo-Trader ist gemeint, schreibt der Teilnehmer. Okay. In dem Fall, unter Toolbox auf Experten-Tab hier unten gehen, auf den Experten-Tab klicken und dann bitte uns die Einträge, die in dem Experten-Tab stehen, weiterleiten, weil da wird dann drin stehen, warum, wieso, weshalb sich der Stereo-Trader beendet hat. Die Infos brauchen wir dann auf jeden Fall. Weil so siehst du ja, Andreas, ne, ich kann es jetzt hier nicht reproduzieren. Bei mir, also bleibt der Stereo-Trader drin. Wenn das bei dir der Fall ist, brauchen wir unbedingt und ganz dringend dann die Log-Einträge vom Experten-Tab. Ja, Andreas schreibt, wird er machen. Super. Super. Dann geht es weiter. Ganz kurz, Timo, wir haben jetzt Viertel vor, etwas drüber. Ich ja. mache gerne länger. Wie sieht es bei dir aus? Wir können auch die Fragen jetzt quasi deckeln, sozusagen. Okay, dann alle, die jetzt reinkommen, können wir leider nicht mehr dran nehmen. Aber bis die schon drin sind, machen wir noch gerne. Und dann entsprechend wechseln wir zu den strategischen Ordern. Also, es geht dann weiter mit, jetzt habe ich den Faden verloren, ich glaube aber 18.33 Uhr, Thorsten. 18.33 Uhr, Thorsten. Wenn ich diagonale Linien einfüge, diese dann gerade skaliere, wie kann ich das ergänzende Label unten oder oben rechts über die Linie positionieren? Klappt bei mir nur links standardmäßig. Also, diagonale Linie. So, jetzt gerade ziehen. So. Und wie kann ich das ergänzende Label unten oder oben rechts über die Linie positionieren? Klappt bei mir nur links. Man muss erstmal ganz genau die Ecke treffen. Also ich kann es frei positionieren. Kann ich so jetzt nicht, oder ich verstehe die Frage nicht ganz. Am besten nochmal spezifizieren, ob das gemeint ist, was ich gerade gemacht habe. Oder ob irgendwas anderes damit gemeint ist. Also ich habe ja meine diagonale Linie gehabt, habe hier das Label, kann das entsprechend verschieben. Also Thorsten ergänzt hier zu seiner ja. Frage. 34.264 meine ich. Und dann noch die zusätzliche Frage, bleibt das dann auch bei Änderung der Zeiteinheit so? Jetzt ist es wieder links. Jetzt ist es rechts. Gehen wir nochmal auf den M5 zurück. Nee, es bleibt auch rechts. Also ich habe es ja gerade rechts gezogen. Kannst nochmal. Man muss wirklich ganz genau, also hier unten gibt es so, links unten muss man ganz genau klicken. Und das ist echt, also was sich Metacodes dabei gedacht hat. Ich krieg's jetzt nicht mehr gefasst. Aber man muss ja ganz links unten auf die Linie, also auf dieses Rechteck klicken. Oder nee, ganz rechts ist es jetzt. Also es wechselt anscheinend auch. So. Jetzt ist wieder links. Beim 15 ist immer noch links. Jetzt ziehe ich es wieder nach rechts. Bleibt rechts. Also bleibt. Genau. Also so kann man es machen auf jeden Fall.
Vielleicht eine kleine Ergänzung bezüglich der Objekte. Es gibt unter Extras Optionen und im Reiter Diagramme eine Funktion, die heißt Magnetempfindlichkeit. Und wenn man da ein bisschen das Ganze höher stellt, hat man ein bisschen mehr Spielraum, so ein Objekt entsprechend auszuwählen. Extras Option, wo war das? Genau, oben in dem Menü, dann auf Option, also oben in der Menüleiste, dann Tools wahrscheinlich bei dir, Options, genau. Dann Trade, nee, machen wir Charts. Genau, da Magnetempfindlichkeit, der vorletzte Punkt. Gut. So, 50 oder machen wir mal 100? Oder ist die größere Zahl, ist die empfindlicher oder weniger empfindlich? Weißt du das? Die größere Zahl ist weniger empfindlich, meine ich. Okay. Okay. Ja, also kann man damit mal rumspielen. Also das heißt, wenn ich jetzt knapp daneben klicke, sollte es ja funktionieren. Du hast Okay, das richtige Wort gesagt, sollte. ja. Genau. Ja gut, aber auf jeden Fall auch eine gute Ergänzung, ein guter Hinweis. Ne? Kann man auf jeden Fall auch mal dann das ein bisschen höher schrauben und dann gucken, ob man es besser zu greifen kriegt. Also ich habe da manchmal auch so meine Probleme. Ne, gerade wenn man hier, also man sieht jetzt hier ist rechts unten eine Ecke, so ein ganz kleines Viereck. Und das muss man halt ganz genau treffen mit der Maus, damit man das dann verschoben bekommt. Aber vielleicht geht es ja damit, wenn man die Sensitivität da ein bisschen höher schraubt, dass man das einfacher machen kann. Also, ne? Ach so, jetzt verstehe ich, die Magnetempfindlichkeit ist, dass das, man hat es gerade gesehen, das springt dann eher so zu einer Ecke. Jetzt habe ich das ist vielleicht damit gemeint. Naja, aber wir verzetteln uns hier. Lass mal So, weitergehen. wir haben noch zwei Fragen im Chat. Ja. So, vielleicht auch ganz kurz an den Michael, der hier die Frage gestellt hat, falls du dir jetzt die Aufzeichnung anschaust. Also in der Regel gehen hier die Fragen nicht unter, aber ich versuche es schon ein bisschen thematisch einzuordnen. Von daher, also gerne jetzt deine Frage, weil er auch das Webinar verlassen hat. Warum wird der NICE Close um 22:17 Uhr angezeigt und nicht um 22 Uhr. Aber wahrscheinlich geht es vielleicht in dieselbe Richtung wie vorhin bei der Frage vom Xetra-Klos. Okay. Hast du da was zu ergänzen? Ich habe die Frage jetzt oder die Anmerkung Das von ihm, ist warum kam 18:43 Uhr. 18:43 Uhr. Warte mal. Ja, nee, also nee, die wird. Nee, habe ich nichts zu ergänzen. Hast du alles super erklärt. Okay. Dann, ja, Wolfram, 18:45 Uhr, direkt die nächste Zeile. Hallo, ich möchte VPOC-Tool auf Forex-Märkte anwenden. Welche Einstellung benötige ich zur Anzeige des VWAPs und OWP? Also, das VPOC-Tool läuft zum Beispiel auf dem Euro und im Prinzip muss man da gar nichts einstellen. Das läuft von Haus aus. VPOC, da ist es. So, gehen wir mal in den M5. So, man sieht, dass es nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, schon mal. Mal kurz überlegen. 6 Uhr. Einstellungen, Symbol. Also entweder mein Chart steht jetzt gerade oder
Es kommt, okay. Ja, gute Frage. Also in der Regel sollte das jetzt, ohne dass man irgendwelche Einstellungen vornehmen soll, funktionieren. Aber wie man sieht, sieht man jetzt ja quasi nichts. Also man sieht kein Volumenprofil, man sieht kein OWP und kein VWAP. Wahrscheinlich hat deshalb Wolfram auch die Frage gestellt. Das schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf, werde ich. Der Lutz hat eine Anmerkung dazu, ob Ja. der Euro läuft durch, dann musst du 0 Uhr 1 bis 23 Uhr 59 einstellen, sagt er. Nö. Also da lege ich ganz klar mein Veto ein. Das geht auch so. Also nur deshalb lege ich mein Veto ein, weil ich die Sachen ja auch, also ich bin ja der Programmierer von dem VPOC-Tool und von daher, das geht auch so. Und jetzt sieht man, jetzt funktioniert es, jetzt sind die Volumensachen zumindest wieder da. Wahrscheinlich, weil er sich die Sachen gerade vom Server gezogen hat. Aber trotzdem müsste natürlich jetzt hier auch, ich habe hier unten den VWAP aktiviert, der müsste eigentlich auch da sein, der müsste zu sehen sein. Ich vermute, dass das eine ähnliche Sache ist, die es auch bei den Futures gab oder gibt. Das kann ich ja dann vielleicht hier auch nochmal kurz erklären. Ich kann es jetzt leider hier nicht zeigen, weil das jetzt hier nur ein Demokonto ist und die Futures, die laufen ja nur auf dem Live-Konto. Aber wenn man kann das VPOC-Tool auch im Futures verwenden, dann muss eine kleine Ergänzung oder Änderung vorgenommen werden. Und zwar, wenn ich jetzt hier nochmal den US Mini öffne und mir hier das VPOC nochmal draufziehe. Obwohl, Moment, ich nehme mal das hier. So, und zwar, hier habe ich jetzt mein Volumenprofil, das ja aus dem Future kommt. Und natürlich kann ich auch das VPOC mit VWAP und OWP und was dort noch alles drin ist, auch auf dem Future verwenden. Eine kleine Änderung muss ich da machen. Und zwar, wenn ich den Future öffne, dann muss ich einmal in das Einstellungsmenü vom Zerotrader gehen. Unter Symbol. Und dann gibt es hier so Profildaten. Und entsprechend muss ich dann im Future steht dann hier unter Profildaten, YM21 müsste das jetzt sein. Das ist also der Kontraktname vom aktuellen Future. Hier müsste ich dann, so wie hier im CFD auch, einfach nur JM, Quatsch, YM, also YM, YM eintragen und dann funktioniert das VPOC auch ganz normal im Future. Es kommt daher, weil ich glaube, als das VPOC entwickelt worden ist, VPOC wurde ja in erster Linie oder hauptsächlich erstmal nur für CFD-Handel entwickelt. Und ich glaube, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, als die Entwicklung begonnen hat, gab es auch noch gar keine Futures bei FX Flat hier. Aber nichtsdestotrotz kann man das entsprechend auch auf den Futures verwenden. Wie gesagt, wenn man diese kleine Änderung hier vornimmt, wenn man den Profilnamen hier auf YM dann im Future ändert, dann funktioniert das auch problemlos mit dem VPOC. Müsste ich mal mit Dirk sprechen, ob man das irgendwie auch automatisieren kann, sprich, dass auch im Future automatisch der Name hier eingetragen wird. Müsste ich mit ihm mal quatschen, ob das geht oder ob das irgendwelche Auswirkungen hätte. Okay, dann kommen wir zurück zu der Frage von Boris und strategische Order. So, strategische Order, ja. Weißt du noch die Uhrzeit gerade? Ach da, ich habe sie schon, ich habe sie 18:25 Uhr. schon, ich habe sie schon. So, ich habe eine Frage bezüglich strategischer Order. Der Stratege nimmt nur die Positionsgröße an, wenn er auf MTO steht. Market oder None nimmt er die Positionsgröße nicht an. Immer nur eins, egal ob man 7, 10 oder 11 eintippt. So.
Naja, gehen wir nochmal hier rein. Strategische Order. So. Nimmt die Größe nur an, wenn ihr auf MTO steht. So, also ich stelle das jetzt hier mal auf MTO. So, Positionsgröße hat er entsprechend genommen. Also er hat mein einen Kontrakt entsprechend aufgeteilt. So, alles klar. Das ist soweit dann schon mal korrekt. Jetzt sage ich hier None. Teilt die immer noch zumindest korrekt auf. Dann machen wir hier mal 3. Nee, also ich kann es jetzt so nicht nachvollziehen oder ich habe es nicht genau verstanden, Boris. Müsstest du noch mal sagen, ob es das war, was du meintest, oder ob ich die Frage nicht ganz verstanden habe? Aber wir hätten ja generell noch. Ja, das war es, sagt er. Das war's. Okay. Aber du hast ja gesehen, also du siehst ja, dass bei mir zumindest das ne, korrekt aufgeteilt wird. Also bei einem Kontrakt hat er hier entsprechend 0,2 hingelegt und bei drei Kontrakten Ordergröße hat er das Ganze halt in 0,7 aufgeteilt. Vielleicht mal generell, weil für uns als Entwickler ist es immer schwierig, so, wenn man so sagt oder wenn wir so Nachrichten bekommen, ja, dies und jenes funktioniert nicht, weil in der Regel ist es so, dass es schon funktioniert, aber unter gewissen Umständen oder bestimmte Kombinationen funktionieren nicht. Und von daher ist es immer ganz gut, wenn ihr uns so Anleitungen gibt, dass wir das eins zu eins reproduzieren können, weil das sieht mir auch nach so einem Problem aus, was wahrscheinlich unter ganz bestimmten oder in ganz bestimmten Situationen, in ganz bestimmten Kombinationen auftritt. Und dann kann ich auch direkt mal die Frage noch aus der E-Mail, die ich bekommen habe oder die ich weitergeleitet bekommen habe, so abdecken und euch so mal ein bisschen zeigen, wie man denn überhaupt an so eine, ja, Fehlerursache oder Problemlösung rangeht, damit wir das wirklich eins zu eins nachbauen können und reproduzieren können, weil nur so kann man letztendlich den Fehler ja wirklich beheben, weil das ist jetzt auch das, was wir mit diesem MetaTrader-Problem haben, ne? Also das mit dem, dass der Chart manchmal hängt und einfriert mit dieser 2875-Version, das ist halt auch so ein Problem, das lässt sich nicht wirklich reproduzieren oder eigentlich gar nicht reproduzieren. Also ich habe bei mir am Server habe ich 3 MetaTrader-Instanzen laufen. Eine davon läuft mit der aktuellen Version seit Wochen problemlos durch. Die andere Version, genau dieselbe Version, läuft überhaupt nicht, gar nicht 0,0 und es ist quasi ne, derselbe Rechner, selbe Installationsparameter, läuft überhaupt nicht. Dritte Installation läuft irgendwie ein paar Stunden ganz gut und dann auf einmal irgendwann gar nicht mehr. Ne? Und das ist das Problem, was auch ja Metaquote so ein bisschen hat. Die sagen halt auch, okay, ne, wir können es nicht nachvollziehen, schickt uns Beispiele. Und dann schicken wir denen Beispiele, aber die können das auf ihrem Rechner nicht so wirklich nachvollziehen. Und dadurch zieht sich so eine Problemlösung oder so eine Problemfindung auch extrem in die Länge. Also von daher, uns hilft es immer, wenn wir da eine genaue Anleitung bekommen, wie man das Ganze eingrenzen kann. Und wie man sowas zum Beispiel eingrenzen kann, also wenn ich jetzt für so ein Problem stehen würde, dann würde ich jetzt wie folgt hingehen. Ich würde jetzt erstmal hingehen, würde einen neuen Chart aufmachen. So, mach mir den US30 nochmal neu auf. So, dann würde ich eine neue Strategie anlegen. So, und nennen die SO-Test oder SO-Test zum Beispiel. So.
So, dann habe ich eine neue Strategie, einen neuen Chart, alles soweit neu. Und eine Frage war zum Beispiel aus der E-Mail, SL wird nicht relativ zum Grid gesetzt, sondern ne, die Einstellungen, die jetzt hier im Panel vorgenommen oder die jetzt hier eingestellt sind, die werden genommen. So, dann würde ich jetzt hingehen und würde mir meine strategische Order nehmen. Und ich schalte mal hier gerade noch die erweiterte strategische Order wieder ein. So, und leg hier, sagen wir mal, hier 5-mal ATR und gehe jetzt auf Long. So, ziehen wir die mal hier hoch, damit die gefüllt wird. So, jetzt sehe ich Folgendes, und zwar das, was letztendlich auch in der E-Mail stand. Machen wir hier mal Take Profit aus. Der SL wird jetzt hier direkt, also 10 Punkte unter meinem Einstieg gesetzt, aber laut strategische Order wird das Ganze, sollte das ganze Prinzip hier unten sollte der SL liegen. So. Damit weiß ich, okay, also das funktioniert schon mal nicht. So, jetzt gehe ich ja weiterhin, mache das zu. So, probiere das Ganze nochmal aus. So, ziehe das wieder hier hoch, damit es schneller ausgeführt wird. So, siehe da, der Stop-Loss sitzt jetzt richtig. Somit, damit weiß ich schon mal, dieses Problem tritt nicht immer auf, sondern es tritt anscheinend nur auf, wenn ich quasi neuen Chart anlege oder neue Strategie anlege. So, das Ganze kann ich jetzt nochmal verifizieren, indem ich jetzt das Ganze nochmal probiere. Das heißt, nochmal einen neuen Chart öffne, nochmal eine neue Strategie anlege, dasselbe nochmal probiere. Und wenn das dann auch so der Fall ist, dann haben wir eine Lösung, beziehungsweise dann haben wir einen reproduzierbaren Weg, den ihr uns schicken könnt. Also dann könnt ihr genau sagen, ne, Timo, Dirk, hört mal zu, wenn ich folgende Schritte mache, das ist 1:1 oder 100% reproduzierbar, immer eine neue Strategie anlegen, dann funktioniert es nicht. Und dann haben wir eine Möglichkeit oder können wir direkt sehen, okay, wo ist das Problem? Aber wenn man nur sagt, SL funktioniert nicht, also der wird nicht richtig gesetzt, dann probieren wir das einmal aus, indem wir das, ne, machen, gehen hier auf Long, entsprechend gucken, SL wird doch korrekt gesetzt, können wir nicht nachvollziehen. Und wenn wir es nicht nachvollziehen können, ist es immer schwierig, so einen Fehler zu finden. Also, ne, so kann man rangehen und gucken, okay, wo genau könnte das Problem liegen? Weil, ne, also die Sachen, die werden ja, die neuen Versionen, die werden ja von uns getestet. Und so grobe Sachen sind in der Regel oder tauchen da nicht auf, sondern immer nur ganz bestimmte Situationen, Kombinationen, die wir gegebenenfalls nicht getestet haben, weil wir einfach nicht drauf gekommen sind, nicht dran gedacht haben, da treten dann solche Probleme auf. Und ne, deshalb ist es immer gut, wenn ihr uns quasi so solche Lösungen beziehungsweise solche Wege an die Hand gebt oder mitgebt, dass wir das dann wirklich 1:1 nachvollziehen können. So, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt so viel geredet. Habe ich jetzt die Frage beantwortet? Der Fragesteller, der Boris, hat nur noch mal gefragt, ob es einen Unterschied gibt zwischen MT oder Unterschied geben könnte zwischen MT5 und der MT4-Version, weil er MT4 benutzt. Also MT4 ist ja sowieso noch die Release-Version eine ältere Version. Also da kann es schon sein, dass da bestimmte Sachen anders funktionieren, einfach weil es eine ältere Version ist. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, was da jetzt aktuell ist, weil ich mit dem MT4 eigentlich gar nicht mehr arbeite. Von daher kann definitiv sein, dass es da Unterschiede gibt, ja. Eine Frage war tatsächlich noch, die wir bekommen haben, einfach vielleicht ein kurzes Update bezüglich der MT4-Version, ob das weiterentwickelt wird aktuell oder wie da die Planung ist. Ja, also ich will jetzt nichts, also ich will jetzt nicht in Dirks Namen sprechen, ne? Also ich sag mal so, ich habe nichts gehört, dass jetzt die MT4-Version nicht weiterentwickelt wird, ne? Also alles andere kann natürlich nur Dirk sagen und auch Dirk, ne, wird
Definitiv sagen, also ich kann nur so weit sagen, mir ist nicht bekannt, dass die MT4-Version nicht weiterentwickelt wird. Das ist mir nicht bekannt. Gut, die Frage aus der E-Mail, war das jetzt auch damit beantwortet, die Genau, du das war die Frage mit dem SL. Eine Sache noch dann gibt es noch eine Frage mit dem Cluster Trading. Dann gehe ich da auch noch kurz drauf ein. Und dann haben wir das nämlich auch, und dann haben wir, glaube ich, sogar fast alle Fragen beantwortet. Cluster Trading. Genau. Also die Frage war, das Cluster Trading löst keine Order mehr aus. So, Cluster Trading. Ich kann mir hier eine Linie in den Chart legen mit dem Cluster Trading. Und sage jetzt hier, ich möchte long gehen an der Linie, schalte das Cluster Trading ein, aber ich muss die Linie natürlich noch auf long setzen. So, und das heißt, wenn jetzt das quasi der Kurs auf diese Linie trifft, wird eine Long Order ausgeführt oder soll eine Long Order ausgeführt werden. Und entsprechend der Fragesteller bzw. der E-Mail stand, dass das nicht mehr passiert. Gehen wir mal in den M1. Jetzt ist die Linie natürlich so lang. So, komm schon, jetzt mal ein bisschen. Gut, ich musste natürlich Cluster Trading auch einschalten, habe ich nicht gemacht. Das ist halt auch so ein typischer Fehler. Aber wie man sieht, also es wird ja ne, ausgelöst, das Ganze Grid, so wie ich es hier eingestellt habe. Also prinzipiell funktioniert das Cluster Trading schon. Das heißt, die Orders werden ausgelöst. Immer darauf achten, dass hier dieser Button Cluster Trading auch aktiviert ist. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten wird die Linie quasi nicht, also werden die Orders an der Linie nicht ausgeführt. Also ich kenne den Fragesteller, der die E-Mail geschrieben hat, ganz gut und ich bin mir fast sicher, dass das nicht das Problem war. Also er hat mit Sicherheit Cluster Trading eingeschaltet. Aber da wird es auch wieder so eine Sache sein, dass das eine Sache ist, die nicht pauschal auftritt, sondern wirklich nur in ganz bestimmten Situationen, Kombinationen und da am besten dann auch nochmal irgendwie nachschauen, wann genau das ist und ne, uns da auch irgendwie eine etwas detailliertere Anleitung geben, wenn es geht. Ja, dann haben wir tatsächlich alles geschafft. Gut. Nur du hast jetzt ein Problem. Ich habe ein Problem. Ja, du hast das Webinar so gut gemacht, dass möglicherweise der Dirk jetzt montags öfters verhindert sein werden könnte. Also, nee, super. Vielen, vielen Dank. Und ich Nee, lese hier auch nee, die also nee, Kommentare im das Chat hier. Das war Ausnahme und ich bin auch gerne mal Zuschauer bei den Helpdesk-Webinaren und schaue mir das gerne an. Und das war ja auch nur eine Vertretung, die ich hier für Dirk gemacht habe. Und ich glaube, Dirk freut sich bestimmt auch, wenn er das nächste Mal wieder selbst machen darf. Ja, natürlich freuen wir uns, wenn Dirk wieder da ist. Aber definitiv vielen, vielen Dank, Timo. Das war super, dass du eingesprungen bist und hast alles wirklich super beantwortet, soweit es dir möglich war. Und das kannst du ja auch selber lesen im Chat. Sehr gut angekommen und viele gute, positive Zeilen hier zu lesen. Natürlich ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer, die immer aktiv mitmachen und auch die Fragen entsprechend stellen. Hilft uns natürlich auch im Support. Also von daher vielen Dank. Bevor ich dir das Schlusswort gebe, verabschiede ich mich direkt, wünsche eine erfolgreiche und gesunde Woche und ja, würde mich freuen, wenn Sie alle wieder nächstes Mal dabei sind. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Und Timo, du hast das Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Oh, ich habe das Schlusswort. Das ist ja eigentlich, ist es ja immer umgekehrt, ne? Dass du mal das Schlusswort hast. Gut, ich bedanke mich auch für die Teilnahme. Also das Feedback, was ich jetzt gerade so im Chat lese, ist ja sehr schön und positiv. Freut mich, dass ihr so ein paar Sachen mitnehmen konntet. Und das nächste Mal wird bestimmt wieder der Dirk am Start sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine schöne Woche und macht's gut. Ciao, ciao.